ein deutsches Märchen. Das tapfere Schneiderlein. Es war einmal in einer kleinen Stadt ein Schneider namens Rio. Rio nähte die schönsten Kleider und Klamotten für alle Menschen in der Stadt. Eines Tages, als Rio in seinem Zimmer saß und nähte, schwärmten einige Fliegen um ihn herum. Zuerst versuchte er, sie zu verscheuchen. Ah, diese Fliegen sind so nervig. Geh weg. Husch. Ah, sie sind weg. Sie denken, sie würden mit mir mithalten. Ah, noch mehr Fliegen? Ich muss so süß wie Marmelade sein, wenn es so viele gibt. Verschwindet, alle von ihnen. Oh, 7 Fliegen. Ganz alleine verjagte ich 7 Fliegen. Sie haben solche Angst vor mir. Ich bin so ein mutiger Mensch. Die ganze Welt sollte darüber Bescheid wissen. Er nahm, was er in seinem Haus finden konnte, und das war nur ein Stück Käse. Er steckte es in die Tasche und war fertig, der Welt von seiner Tapferkeit zu erzählen. Auf seiner Reise stieß er auf einen Vogel, der in einem Busch steckte. Ich habe das Gefühl, dass dieser Vogel mir von Nutzen sein wird. Ich werde es bei mir behalten. Er steckte den kleinen Vogel in seine Tasche und ging weiter. Schließlich kam er zu einem Hügel. Real war vom Gehen müde. Er entschied sich auszuruhen. Diese Wanderung war so ansteigend. Dieser Stein scheint zum Liegen genutzt zu sein. Das ist so nie. Oh! Rio erschrak sehr, denn der bewegliche Stein war kein Stein. Als er aufblickte, sah Rio, dass er sich an den Fuß eines Riesen gelehnt hatte. Jetzt stand der Riese ungeheuerlich groß über dem winzigen Rio. Meine Güte, ein Gigant! Der Stein war sein Zeh. Kein Wunder, das ist so hoch. Nenn meinen Zeh nicht muffelig, du mickriger kleiner Mensch. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der mächtigste Riese, der jemals diesen Planeten durchstreift hat. Ich habe viele Kriege besiegt und viele Schlachten geschlagen. Hast du noch nie von mir gehört? Nee. Aber hast du von mir gehört? Ich bin derjenige, der 7 ganz allein vertrieben hat. 7? Ja, 7. Ganz allein. Aber welche 7 hat er verjagt? Männer? Riesen? Was wäre, wenn sie Fliegen wären? Nein, niemand würde sich damit rühmen, Fliegen zu verjagen. Alles klar. Lass mich deine Stärke testen. Kannst du das tun? Der Riese hob einen sehr schweren Stein hoch und drückte ihn in seine Hände. Er zerbrach und zerfiel in Staub. Ist das alles? Ich kann einen Stein in Wasser verwandeln. Und Rio zog den Käse aus seiner Tasche und zerquetschte ihn. Der Riese sah zu, wie die ganze Flüssigkeit aus dem Käse lief. Er wusste nicht, dass es das Käse gewesen war und glaubte, was Rio ihm gesagt hatte. Sehr gut. Aber mal sehen, wie gut du wirfst. Und er nahm einen Felsbrocken und warf ihn weit in die Luft. Er landete mit einem gewaltigen Knall in der Ferne. Mal sehen, wie du das schlägst. Das ist das Einfachste, was du mich gefragt hast. Und er griff zurück in seine Tasche und zog den Vogel heraus. Er versteckte ihn gut in seinen Händen und als er ihn warf, konnte der Riese nicht sehen, dass es ein Vogel war und kein Stein. Der Vogel freute sich riesig, befreit zu werden und flog in den Himmel davon. Wie hast du das gemacht? Mein Stein fiel zu Boden. Warum hast du den Stein nicht dasselbe getan? Weil ich warf besser. Das heißt, du bist schwächer als ich, weil du dreckig bist. Ich bin nicht dreckig. Na dann, ich muss diesen Baum zurück in meine Höhle tragen. Sie müssen mir helfen. Wirst du dazu bereit sein? Natürlich mache ich das. Du kannst den Stamm schleppen, ich werde die Äste tragen. Aber der Stamm sieht schwer aus. Warum sollte ich es tragen? Großer Riese, da der Stamm vorne liegt, solltest du ihn tragen. Da ich den Weg zu deiner Höhle nicht kenne, werde ich den hinteren Teil des Baumes tragen. Also stimmte der Riese Riels Vorschlag zu. Denn obwohl der Riese stark und mächtig war, mit einer Stimme wie ein Donner, war er nicht so scharfsinnig. Und da er den schweren Stamm trug, konnte er nicht nach hinten schauen. Wenn er es getan hätte, hätte er Riel faul und glücklich auf den Ästen sitzen sehen.
Wie kann er pfeifen? Sind die Äste nicht schwer für ihn? Muss stark sein. Ich kann niemand haben, der stärker ist als ich. Ich muss ihn loswerden. Endlich erreichten sie die Höhle. Rio sprang von den Ästen herunter und der Riese drehte sich um. Bist du nicht außer Atem? War dir der Weg und der Baum nicht zu viel? Ich habe 7 mit nur einer Hand Bewegung verjagt. Einen riesigen Baum auf langen Hügeln zu tragen, ist nichts für mich. Es war so einfach. Einfach ein gutes Training. Warum bleibst du nicht über Nacht hier? Oder haben sie eine Unterkunft? Nein, habe ich nicht. Ich werde gerne hier übernachten. Reel und der Riese haben zusammen gegessen und danach sind sie schlafen gegangen. Reels Bett war jedoch zu groß für ihn. Er ging in die Ecke des Zimmers und schlief dort ein. Mitten in der Nacht kam der Riese in sein Zimmer und stellte sich über das Bett. Er hatte eine eiserne Keule dabei und damit zerschmetterte er das riesige Bett in 2 Hälften. Hier, jetzt, wo ich ihn los bin, kann ich heute Nacht gut schlafen. Als der Morgen kam, frühstückte der Riese glücklich. In diesem Moment wurden die Türen von Riels Zimmer weit geöffnet und Riel kam heraus. Guten Morgen, Herr Riechender Riese. Ich habe sehr gut geschlafen. Aber es tut mir leid zu sagen, dass dein Bett kaputt ist. Vielleicht habe ich mich letzte Nacht zu sehr gedehnt. Wie? Wie bist du noch am Leben? Das ist zu viel für mich. Der von Angst überwältigte Riese rannte aus der Höhle, um nie wieder gesehen zu werden. Reo setzte seine Reise erneut fort. Diesmal erreichte er ein Königreich. Er ging in die Gärten und schlief auf dem weichen Gras ein. Dort sah ihn eine Wache schlafen und weckte ihn auf. Wer bist du und wie kannst du es wagen, den großen Königspalast zu betreten? Sagen Sie Ihrem großen König, dass ich, der große Riol, der alle 7 vertrieben hat, gekommen ist, um ihn zu besuchen. Der Wachmann war geschockt, als er das hörte. Er brachte Riel zum König. Wow, der Königspalast. Diese Fliegen wagen wirklich viel Glück. Grüße, Eure Majestät. Ich bin Riol, der große Mann, der 7 verjagt hat, ganz allein. Das ist in der Tat erstaunlich zu hören. Mein Königreich wurde von 2 Riesen geplagt. Sie erschraken mein Volk und nehmen unsere Tiere mit. Du musst in den Wald gehen, in dem sie leben, und sie beseitigen. Diese Fliegen waren keine guten Nachrichten. Wenn sie das tun, können sie meine Tochter heiraten und das halbe Königreich als ihr eigenes haben. Doch waren sie gute Nachrichten? Wie Sie Ihre Majestät wünschen. Ich werde in den Wald gehen und mit nur guten Aufsätzen zurückkehren. Gut. Sie können so viele Soldaten mitnehmen, wie Sie möchten. Guter König, ich brauche überhaupt keine Soldaten. Ich werde allein gehen und diese beiden Riesen leicht beseitigen. Also ging er in den tiefen Wald und als er dort ankam, sah er die beiden Riesen tief und fest schlafen. Er kletterte auf einem Apfelbaum direkt über die schlafenden Riesen und pflückte 2 Äpfel. Und jetzt werden wir Spaß haben. Er warf einen Apfel auf einen der Riesen. Er traf den Riesen auf seinen Kopf und weckte ihn auf. Hey, hast du mich gerade geschlagen? Was? Was? Worum redest du? Kennst du nicht sehen, dass ich schlafe? Warum soll ich dich jagen? Geh wieder schlafen. Vielleicht habe ich geträumt. Und er schnarchte weiter. Riel warf einen weiteren Apfel, aber diesmal auf den 2. Riesen. Er wachte wütend vor Schmerzen auf. Hast du mich geschlagen? Nein, ich habe nicht. Hast du mich nicht schlafen sehen? Ich bin sicher, du hast mich geschlagen. Du hast mich einmal aufgeweckt. Und jetzt betrügst du mich wieder. In diesem Moment warf Riel einen Apfel auf die andere Seite. Dies lenkte die beiden Riesen ab, als sie hörten, wie der Apfel gegen die Baumrinde schlug. Ich glaube, da draußen ist jemand, der versucht, uns in Schwierigkeiten zu bringen. Nun, er ist dann nicht wirklich intelligent. Lass uns gehen und ihn holen. Als die beiden unter den anderen Baum gingen, fiel ein großer Käfig herunter und hielt sie gefangen.
Die beiden Riesen versuchten, aus dem Käfig auszubrechen. Bald wurden sie müde und ohnmächtig. Riel lächelte. Gepackt. Eure Hoheit, ich habe die Riesen gefangen. Bekomme ich jetzt die Prinzessin und das Königreich? So einfach? Oh, nein, noch nicht. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Am Ende des Königreichs lebt im Wald ein Einhorn. Bring es mir. Nur dann wirst du meine Tochter heiraten und das halbe Königreich haben. Ich werde gerne tun, was sie von mir verlangen. Also ging er in den Wald, um das Einhorn zu fangen. Als er es sah, war es in der Tat eine sehr schöne Gestalt. Doch als es Riel sah, sprach es ihn wütend an. Wer bist du? Warum hast du meinen Wald betreten? Ich wurde vom König geschickt, um dich mit mir zurückzubringen. Der König? Ha! Der König hatte einst die Chance gehabt. Ich bat ihn, mir nur einen Wunsch zu erfüllen. Aber er tat es nicht. Und welcher Wunsch ist das? Lassen Sie mich versuchen, es für Sie zu gewähren. Ich möchte einen Regenbogen sehen. Alle meine Freunde haben einen gesehen. Aber ich noch nie. Wenn du das schaffst, werde ich mit dir mitkommen. Riel sah auf. Es war bewölkt und würde bald regnen. Er dachte einen Moment nach und er hatte eine Idee. Ist das alles? Es ist eine leichte Aufgabe. Ich kann dir den Regenbogen in ein paar Augenblicken zeigen. In diesem Moment begann es stark zu regnen. Riel und das Einhorn rannten in Deckung unter die Bäume. Du hast mich angelogen. Ich wollte einen hellen Regenbogen. Du hast mir den Regen gegeben. Ich bin ein Zauberer und ich ziehe Magie aus dem Regen. Sobald ich die ganze Kraft absorbiert habe, werde ich dir den Regenbogen zeigen. Der Regen hörte bald auf und als sich die Wolken teilten, zeigte sich ein Regenbogen. Jetzt, schau da, schau in den Himmel. Oh, wie schön. Die Farben erfüllen mein Herz mit Glück. Oh, danke, großartiger Magier. Wie versprochen, werde ich mit dir zum König kommen. Und so gingen Riel und das Einhorn zusammen zurück in das Königreich. Guter König, ich habe dir das Einhorn gebracht. Sie müssen jetzt ihr Versprechen halten. Sehr gut. Du bekommst mein halbes Königreich und heiratest meine Tochter morgen. Schon am nächsten Tag fand eine große Trauung statt. Und das Königreich freute sich. In dieser Nacht, als sie im Bett waren, hörte die Prinzessin Riel im Schlaf sprechen. Hier, Junge, schneiden Sie diesen Mantel und nähen Sie ihn richtig. Mantel? Nähen? Mein Mann ist nicht besonders edel. Er ist nur ein einfacher Schneider. Die Prinzessin ging wütend zu ihrem Vater und erzählte ihm, was sie gehört hatte. Aber ich kann ihm nicht sagen, dass er einfach gehen soll. Es wird nicht richtig sein, aber mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Ich werde ihn heute Nacht von meinen Wachen wegbringen lassen. Während der König sprach, hörte ein Minister, der Riel sehr mochte, die Wörter des Königs. Er ging zu Riel und erzählte ihm alles, was der König gesagt hatte. Riel, heute Nacht bist du in ernster Gefahr. Der König versucht, dich loszuwerden. Du musst vorsichtig sein. Oh, ist das so? Der König ist dann wirklich undankbar. Dankeschön, Herr. Ich werde sehen, was getan werden kann. In dieser Nacht, außerhalb von Riels Zimmer, kamen die Wachen des Königs, um ihn zu holen. Sie überzeugten sich, dass Riel schlief. Riel war hellwach und aufmerksam. Er hörte die Geräusche der Wachen, als sie kamen, und sprach laut. Ich bin der große und mächtige Riel. Ich bin der Mann, der alle sieben vertrieben hat, den harten Stein in Wasser verwandelt und zwei der gefährlichsten Riesen gefangen hat. Spricht er im Schlaf? Ich hörte Leute laut schnarchen. Ich wusste nie, dass sie auch laut sprechen können. Warum muss ich Angst vor den Leuten haben, die vor meiner Tür stehen und darauf warten, sich auf mich zu stürzen? Benötigen sie mehr Beweise dafür, wie stark ich bin? Er wusste, dass wir hier waren. Lauf! Ich will seinen Zorn nicht auf uns haben. Lauf! Und sie rannten zurück in ihr Quartier. Riel schlief tief und fest, als er sich sicher war, dass niemand mehr da war.
Von da an fragte niemand Riel, wie stark er sei. Er regierte sein halbes Königreich mit Stolz und genoss das Leben mit seiner Frau. Riel war nicht stark gewesen. Es war nicht seine Kraft, die ihm Erfolg bescherte. Er hat mit Humor und Vernunft ein halbes Königreich gewonnen. Eine Fliege auf meinem Toast. Wie widerlich. Glauben Sie mir, meine Liebe, es zu schlagen. Sie bringen mir sehr viel Glück. Und vielleicht war es auch ein bisschen Glück. Und es ist ihm einfach zugeflogen.